Herzlich willkommen zurück zu Let's Play RTL Skispringen 2007. Wir spielen den Bundestrainer, jawolla, jawolla, jawolla. Und wir müssen, glaube ich, wachsen, wenn ich mich ganz erinnere. Genau, und das Extra-Training müssen wir nämlich auch machen. F1, eine Weite zwischen 103 und 116 Meter. Zusätzlich wird eine Telemark-Landung verlangt. Ja, machen wir doch glatt, machen wir doch glatt. Park City, Land USA, hielt 134 Meter Rekord, 120 von T. Morgenstund. Hat Gold im Mund, hatten wir schon lang nicht mehr. Ja, 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 so ist das Leben. Und wir hauen hier ein runter. Meine Maus ist viel zu schnell, wir schaffen trotzdem die Weite. Upsala. Runter. Jawohl. So, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Die Telemark hat er auf jeden Fall da reingedrückt. So. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Trainingsaufgabe gemeistert und erhalten jetzt 40 extra Punkte. Jawohl. Machen wir und wir hauen das mal wieder auf Sprungkraft, weil wir verlieren die ganze Zeit übel Sprungkraft bei dem. So, weiter geht's. Wir sind bei Leon. Dritter Platz, 1000 Euro. Jawohl. Sie haben den Nachwuchscup als Dritter beendet. Dafür erhalten Sie 1500 Euro Preisgeld und gewinnen 1000 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Eine neue Werbepartner, 2000 Euro. Sehr schön. Wir gehen wachsen. Jawohl. Und machen Training. Extra Training. Und wir brauchen mindestens 44 Punkte. Okay. Oh, Ladebalken. Was ist denn hier heute los? Verdammt mich nochmal. So. Weiter geht's, weiter geht's. Oh. Ja, die Punkte sollten wir... Ich glaube, die Telemark-Landung hat nicht geklappt. Ich glaube, die sollten wir nämlich auch machen. Ach du Scheiße. Das macht mich ja ganz wuschelig hier. Keine Telemark-Landung, so eine abgebrochene Kacke hier. Mann, Mann, Mann. Erstmal einen Schub trinken. Ich habe einen Pappmaul. Das geht ja heute gar nicht. Oh, wir haben es doch geschafft. Wir brauchen keine Telemark-Landung. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl. Sprungkraft. Ab geht's. 46,4. So sollte das sein. Weiter geht's. Weiter, der Andi ist dran, Platz 4, jawohl, er hat nur Platz 4 belegt, er kriegt nichts dafür, aber dafür steigt das, plus 2, wachsen, jawohl, 3448, 100% extra Training und was brauchen wir, eine Weite zwischen 94 und 115 Meter, okay, ab geht's, mein Gott, was habe ich heute für Ladebalken, schläft er schon wieder, muss ich dir da hinten in dein verlängertes Rückgrat treten? Dass du mal ein bisschen schneller lädst. So. Runter geht's. Runter. Das war auf jeden Fall kein richtiger Telemark. Aber wir haben die Weite auf jeden Fall erreicht. Und wir hätten auch viel weiter springen können. Aber egal, call. So. Oh, weiter geht's, weiter geht's. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Extraaufgabe gemeistert. Jawohl, Sprungkraft und ab geht's. Der ist schon bei 50 angekommen. Alter Schwede. Weiter geht's und jetzt sind wir bei dem Kevin. Der hat zweiten Platz, 2000 Euro und hat hier den zweiten Platz gemacht. Jawohl, 3000 Euro und 2000 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Und weiter geht's. Ach nee, stimmt gar nicht. Wachsen. Und Training. Extra Training. Mindestens 48 Punkte. Ohne Telemark-Landung. Okay. Also wir machen natürlich trotzdem mit Telemark-Landung, versuchen wir, aber müssen wir nicht unbedingt haben. Hallo. Ey, heute. Also bei der Karte laden braucht er echt lange. So.
Ja, ich war heute Morgen echt am Überlegen, ob ich mir nicht doch noch Dead Space kaufe. Es ist ja absolut cool. Ich habe aber nie einen Teil gespielt und deswegen war ich erstmal überlegen, boah, kauft man sich Dead Space 1 und dann zockt man das und dann spielt man 2 und dann noch 3 und ja, und dann ist schon Palmsonntag. Nein, danke. Das wird zu viel, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin ja am Überlegen, ob ich nicht Bundesliga-Manager spiele. Aber Leute, 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 Leute. Also, genau, wo ich das jetzt hier gerade sage. Mein Problem ist, ich habe 2006, 2007 gar nicht. Da muss ich mich erstmal drum kümmern. Vielleicht, ich glaube, 2006 haben die Leute, oder 2007, hab da gesagt, soll ich machen. Oh, zurück. Trainieren. Da muss ich mich aber erstmal gucken, wo ich das wegbekomme. Also, ich habe nur 2012 da. Ich frage mal meinen Schwager, besser gesagt, der hat solche Spiele in Massen. Mal gucken, ob der das hat. Und dann halt weitersehen. Park City, nordische Nachwuchscup, springen 7 von 8. USA, 134 Meter Heels, Rekord 120 von T-Morgenstund. Den wollen wir auf jeden Fall schlagen. In Park Das City ist wurde mein im Ziel. 19. Bei mir ist Marcel So, wir lassen Leclerc eine natürlich die Französin. Die Qualifikation Freude ist ganz wieder nordisch. sein und gehen direkt in den Wettkampf. Selbst springen, jawolla. Der Wind ist Ja, heute wir nicht müssen mal ganz gucken, ideal, oder Marcel? Naja, so ein wie bisschen ich das Seitenwind ist eigentlich hinbekomme. kein wirkliches Problem. Ja, heilige Maria, da geht das ja gleich mal richtig ab. 120,5, sofort Weitenrekord. Was hat der Morgenstund denn da gesprungen, ne? Hat er sich da, ja, die Der Eier Kevin sei nebenbei dann jetzt gekrault? Jetzt ist der Kevin dran. Ja, da haben wir gut gleich einen Jetzt hingelegt. erklären Sie Das doch macht mal, hier gleich das wieso Sie Grinsen im im grünen Gesicht gleich Regenwald viel keinen größer. richtigen Wettbewerb antreten, Marcel. Das ist ehrlich gesagt eine etwas peinliche Angelegenheit. Ui. Der Grund ist eine Verletzung im rechten Fußknöchel. Was soll denn daran peinlich sein? Haben Sie sich im Training verletzt? Eben nicht. Wissen Sie, ich habe mir doch kürzlich diese Villa in der Provence gekauft. Und was hat er da Dazu gemacht? gehört auch ein größeres, etwas abschüssiges Grundstück. Aha, und da haben Sie sicher die richtige Absprunghaltung trainiert. Und dabei? Non, mon ami, ich habe den Rasen gemäht. Das verstehe ich gar nicht. Also, wie ich da so mähe, Sie. Ah, Scheiße, jetzt habe ich es weggedrückt. Kacke, ich wollte mir das unbedingt anhören. Mist. Ah! Was glauben Sie, Marcel? Ich glaube, das hat Gewinnt er er auch den noch nie Wettbewerb? vorher erzählt mit Wenn seinem er heute Rasenmähen. wieder so überragend springt wie zuletzt, dann wird es für die anderen schwer, ihn zu schlagen. Er ist einfach in einer tollen Form und hat dazu natürlich jetzt auch das nötige Selbstbewusstsein Ja, und das der war nötige gut. Selbstvertrauen in Das seine war eigene richtig Leistung. gut, wenn ich ganz Ohne ehrlich ein bin. Da ist Wörtchen der Leon von echt gut ihm gilt die gesprungen mit Entscheidung 111 in dem Meter. Sieg hier nicht als gewonnen. Ich bin 103,3. fast Ich sicher. brauchte auch kaum korrigieren, wenn ich ganz ehrlich. Korrigieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Und nur Top-Wertungen. Also 2x20 Schauen und Sie sich die einmal Aufzeichnung. 19,5. Da hat der Leon ganz Er schön einen funktioniert in dieser draufgelegt. Saison bisher wie ein 103,3, wenn man Uhrwerk und überlegt, der spielt Glabur immer hat ganz weit 114. vorne mit. Sein Also hat der Einsatzvolumen zahlt schon sich aus. übelst Absolut. gut So gesprungen. wie er im Moment drauf ist, lässt Weil die er Wertung niemanden natürlich mehr an sich optimal war, ne? vorbeiziehen. Aber für den Jetzt versuchen wir Sprung das bei ganz dem nach Andi auch vorne mal wieder reicht es bei hinzubekommen. ihm dann doch noch nicht, glaube ich. Irgendwie haben wir bei dem ja ständige Probleme. Ja, und wieder ist Das er nicht ist schon so albern, weit. wie er da auf den Hang setzt. Da habe ich schon viele Springer gesehen, die wären froh, wenn sie den kleinen Flug von 109,5, der Schanze gebracht hätten. 97,6 Und dass Punkte es nur. fast immer was gibt, das man Ey, noch ich besser machen verstehe das kann, bei dem das nicht so versteht sich ja ganz. von selbst. Boah, mein Magen, Alter, der knurrt, Leute, ich sag's euch. Lassen Sie uns Ey, bei der der hört sich an, als wenn er so ein Zweizylinder-Trecker war. So. Bop, Auf jeden Fall ist der Andi diesmal als Die Dritter Spreu trennt gesprungen, sich vom eindeutig vor dem Weizen, heißt Kevin. Ich es bei glaube, mit dem diesen hatten wir auch ein Gelegenheiten bisschen immer so eine kleine schön. Bruchlandung so Nach in dem der nächsten Art. Durchgang wird Aber bekannt, der wer Leon, ausgeschieden. der kommt so Die besten langsam wirklich 30 an den retten Glabur sich in ran. den entscheidenden letzten Also Durchgang. zumindest bei dem Sprung war das wirklich saumäßig gut. Das muss man jetzt wirklich mal sagen. Auf diesen Schanzen wurde So. 2002 Simon Ammann Weiter aus der geht's. Schweiz Doppel-Olympiasieger. Denn die Skisprungwettbewerbe fanden nicht direkt in Salt Lake City, sondern hier im etwa 50 So, Kilometer perfekt. entfernten Park City statt. Zack, Oh, da liegt er im Schnee. voll auf die Fresse, Sieht Leute. schön aus, der Schuss. Nein! Glauben Sie, dass es Schnee macht? 116 Meter sind wir Wir stehen gesprungen. gleich Ich wieder auf. fass es Wir nicht. Skispringer sind das gewohnt.
Und der Helm fuck ja you, ey. Oh, und der Sprung war so genial. Nein. Oh. Habt ihr das Gesicht gesehen, wie der das Gesicht verzogen hat? Müssen wir nochmal zurückspulen. Auf jeden Fall bleibt er trotzdem Vierter, aber das war ja wohl ein perfekter Sprung. Hätte ich mich da nicht auf die Fresse gelegt, dann Prusmalz, dann hätte das richtig geil werden können. Natürlich freue ich mich immer, bei mir zu Hause in Frankreich zu starten. Aber es ist auch toll, ferne Länder bereisen zu können. Marcel, jawohl. Mit so einem Sprung könnte er heute ganz vorne mit dabei sein. Das oder? War mal ja, gut vom Andi. 114,5, 50,1, 108,6. Also der wird auf jeden Fall seinen dritten Platz behalten. Auch wieder Top-Bewertungen. Also diesmal habe ich da gar nicht so schlecht gesprungen mit dem. Aber das riecht mich auf, dass ich jetzt gerade bei dem anderen mich auf die Fresse gelegt habe und der Sprung war wirklich genial. Oh, scheiße. Dieser Anlauf könnte in jedem Lehrvideo gezeigt werden. Klasse Körperhaltung. Dadurch hat er oh, keine Telemakler. Guck mal den grünen Balken an, Leute. Da war noch Platz ohne Ende. Und es hat nicht funktioniert. Aber trotzdem 100 Punkte. Zwar keine Top-Wertung, weil die Telemarktlandung fehlte. Aber trotzdem gut gewesen. Aber der Andi... Ja, der Andi wird diesmal Zweiter. Wenn ich jetzt mit dem Glabur keine Scheiße mache... So ein Sprung. Aber ich das möchte gerne mit dem Glabur nochmal einen weiten System. Rekord oben drauf die legen. Die kleinste Ungenauigkeit. Schon springen sie der Konkurrenz hinterher. Es gilt also, jeden noch so kleinen Fehler zu vermeiden. Aha, und wie? Das ist erst oh, was für ein Sprung. Das bedeutet, 128,5. Jawohl, neue weiten Rekord, neue Bestwertung. Perfekt. Also das hat mal richtig gut geklappt, diese Schanze. Also das war mal richtig klasse, das muss man jetzt wirklich mal sagen. Kevin ist trotzdem Vierter geworden. Ja, der hat natürlich nur so viele Punkte gekriegt, weil die Weite wirklich extrem war, mit was wir mit dem gesprungen haben. Aber so war es schon gar nicht schlecht. Glabur ist Erster, Andi ist Zweiter in der Weltrangliste. Einen Sprung gibt es noch, Leon ist Dritter und Kevin ist Vierter. Ja, sieht bis jetzt gar nicht so schlecht aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, herzlichen Glückwunsch, durch Ihren ersten Platz im letzten Wettkampf haben Sie 3000 Euro gewonnen. Okay? Vor Ihnen liegt eine versprechende Sportkarriere. Ergreifen Sie die Gelegenheit beim Schopf Motivation plus 2. Okay, dann wachsen. Jawolla. Und dann ins Training. Extra Training. Ja, ich bin die ganze Zeit überlegen, machen wir dann eine Karriere? Wir sind ja jetzt in der Juniorenliga, dann in der Amateurliga und dann noch in der Profiliga mit den allen Vieren. Aber dann weiß ich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, wo ich noch ein neues Projekt reindrücken soll. Oder ich muss halt ziemlich spät abends das mit dem Bundestrainer machen, also Bundesliga-Manager. Da lasse ich mir aber noch was einfallen, wenn ihr das gerne sehen möchtet, dass ich hier noch in der Amateurliga und in der Profiliga springe als Bundestrainer, werde ich das natürlich machen. Oh, da sind wir mal gleich hier übelst weit geflogen. Ich glaube, der Wind war richtig gut. Ja, neue Weitenrekord, neue Bestwertung gleich von Anfang an. Da müssen wir uns halt noch ein bisschen einigen, Leute. Und dann halt mal sehen. Erstmal muss ich gucken, wo ich mir den Bundesliga-Manager weghole, wenn ich ihn spielen sollte. Oder ich spiele halt den 2012er. Aber ich sage gleich, Leute, ich habe von diesem Spiel keinen Plan. Also mir ist schon ein bisschen mulmig dabei, das zu spielen. Aber halt mal sehen. 80,6, 80,8 Fitness, Motivation und Gewicht. Ja, da tut sich halt nicht mehr ganz so viel. Weiter geht's, wir hauen hier das Training noch durch. Leon ist Dritter geworden, 1000 Euro und wieder plus 1 und 800 Euro extra. Wachsen, jawohl, müssen wir uns ein bisschen beeilen hier, sonst ist das Video wieder so übelst lang. Extra Training, jawohl, eine Telemarktlandung. Gut. Österreich hielt 130 Meter Rekord, 110 von Peter Ziemler. Ziemler, Innsbruck, da war ich auch schon mal. So, ab geht's. Oh, runter geht's, da steht ein Helikopter. Hallo, Heli. Oh, ich sollte hier auch mal gucken, was ich hier mache. Ach, du Scheiße. Ja, keine Telemarklandung. Ach, Mann, ey.
Tut mir leid, Leon. Da hab ich's vergimmt. Du freust dich zwar, aber die Telemark-Landung hätten wir gebraucht. Und ich hab eine Bruchlandung gemacht. Ja, gut. Gehört auch mal dazu. Wir haben uns ja auch gerade mit dem oder mit dem Kevin aufs Maul gelegt. Also daher so ein Pech. Dieses Mal hat's nicht geklappt. Ja, dann einfach trainieren. Bringt ja auch was. Also daher, weiter geht's. Dann ist der Andi dran. Zweiter Platz, 2000 Euro. Und auch gestiegen und auch 800. Jawohl. Wir gehen wachsen. Und gehen ins Extra-Training. Ein bisschen beeilen hier. Mindestens 44 Punkte. Ich will gerade hier wenigstens noch die ganzen Trainings durchkloppen. Dann ist das Video jetzt vielleicht bei 16, 17 Minuten wieder. Aber das macht nichts. Damit kann ich leben. So, Andi ist dran. Und bei dem müssen wir auf jeden Fall jetzt hier mal alles wieder vernünftig hindrücken. Ich habe gar nicht gelesen, was wir brauchten. Oh Mann, ey. Oh. Ja, auf jeden Fall eine Telemark-Landung, eine perfekte Telemark-Landung hingedrückt. Die Punkte sollten wir auch erreicht haben. Ah, die Arme schaukelten gerade durch den Bauch. Yippie. Yeah. So, weiter geht's. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Trainingsaufgabe gemeistert. Jawohl, so wird der Andi noch viel fitter. Und er hat schon 50,9. So langsam steigt es auch nicht mehr so schnell. Und weiter geht's. Einen haben wir noch, den Kevin. Vierter Platz, 600 Euro. Motivation plus 2, Sprungkraft minus 2. Das gefällt uns ja gerade gar nicht. Wir gehen wachsen und ins Training. Extra Training. Was brauchen wir? 72 bis 95 Meter. Gut, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht drüber springen. Ja, komm hier. Schlaf nicht ein. Boah, das ist wirklich nervig heute. So, weiter geht's. Und Rona geht's. Oh, runter. Runter. Ai. Perfekter Absprung gewesen und dann noch schön Rückenwind gewesen. Der hätte uns übelst... Rücken mit Gegenwind, so. Der hätte uns doch übelst getragen. Naja, egal. Sollte halt nicht sein. Brauchten wir jetzt hier nicht in der Trainingsaufgabe. Und herzlichen Glückwunsch. Jawohl. Und der... Mal schauen, wie weit der jetzt marschiert. Er ist jetzt auch schon bei 47,5. Klappt ja alles ganz gut. Ich sage damit Ciao Ilaui von RTL Skispringen 2007. Mein Name ist Glabur. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.